Frau Jägel, wir kennen uns ja auch schon länger. Es gab eine relativ glückliche Phase, wo Sie Ihre Heizungsanlage umgestellt haben und da stand dann plötzlich zwei Speicher zur Verfügung, die man umnutzen könnte zur Regenwassernutzungsanlage. Ja, das war vor 5 Jahren, glaube ich, 2012 wurde das umgestellt. Vorher hatten wir ja eine provisorische Regenwasserbecken, wo wir eben auch sehr wenig nur hatten und gerade nur die Versuche versorgen konnten. Versuche für die Stadt Salz an Straßenbäumen. Wir haben große Probleme, dass die Bäume im Winter und die Straßen gesalzen werden und damit wir phytotoxische Schäden haben. Und Sie sehen hier Containerpflanzen und da werden testen wir oder entwickeln wir sozusagen Schwellenwerte, wie viel Salz ein Baum verträgt. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir dann nicht mit Stadtwasser, was sehr viele Mineralien hat, noch Salze reinbringen, was nat nicht natürlich ist. Dann war es eben möglich, die Gärtnerei umzustellen. Und man sieht es ja im Hintergrund, wir haben eben eine ganze Reihe jetzt auch Kräuter, eben salzempfindliche Pflanzen, dass das auch die gärtnerische Kultur viel besser funktioniert, dass man hier einfach mit diesem Weichwasser arbeiten kann. Regenwasser hat den Vorteil, dass kein Kalk enthält. Und deswegen hier im Pflanzenschutzamt gibt es auch eine Absalzungsanlage, die kann man sich bei Regenwassernutzung sparen. Und man spart dann eben auch sehr viel an Betriebskosten, denn die Absalzungsanlage, die braucht zum Beispiel einen Salzaustauscher und wir würden noch eine Menge an Abwasser erzeugen. Frau Jäkel, wir haben ansonsten über dieses Projekt die Frage Klimawandel. Also wir haben ein großes Problem, das heißt, wir kriegen immer mehr Trockenstress im Sommer. Dürrestress finde ich im Klimawandel das größte Problem für unsere Pflanzen. Hohe Temperaturen, da können sie sich anpassen. Aber der Dürrestress, der sich ja ergibt aus hoher Temperatur, Wind und mehr Sonnenschein, gerade in den Monaten April, Mai, wo die Pflanzen sehr intensiv Wasser benötigen, haben wir ein Defizit mit minus 25% zum Beispiel Jahresniederschlägen seit 1990 im Berliner Raum. Und das muss natürlich aufgefangen werden und dafür brauchen wir natürlich auch Handlungsempfehlungen und Fakten und Daten, um auch die Praktiker zu überzeugen oder auch Kosten natürlich, die daraus sich ergeben, zu verbessern. Wir versuchen natürlich jetzt auch schon Straßenbäume mit den sogenannten Wassersäcken zu beregnen, aber da nimmt man natürlich auch wieder Stadtwasser. Ist draußen nicht ganz so prekär, weil dann irgendwann Regenwasser das auswäscht. Das wäre aber natürlich auch eine Quelle hier mit Stadtwasser durch Regenwasser zu ersetzen, ne? Und ich denke, Bewässerungsanlagen müssen in Zukunft auch ganzheitlich gedacht werden und eben gerade für diesen auch, dass diese Vegetation gesund ist. Nur eine gesunde Vegetation kann ihre Vorteile im Klimawandel also auch zeigen und bringen und die Funktion erfüllen, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Also ich denke, da braucht man einen Prozess. Also wir wollen Regenwasser definitiv nicht in den Kanälen haben. Dann verursacht es eher Probleme. Eigentlich muss es in den Boden und dann wieder in die Verdunstungsprozesse, um den Klimawandel zu begegnen. Bei dem Gebäude, sobald es in der Sanierung ist, immer mal wieder darauf achten, was Sie für Dachabdichtungen verwenden. Weil das wäre natürlich kontraproduktiv, wenn Sie jetzt ein Herbizid mit eintragen würden. Ja, das ist ja bekannt, dass bestimmte herbizide Wirkstoffe in der Bauindustrie verwendet werden, um Algenbelag zu minimieren. Und diese Herbizide wirken sich natürlich auch auf größere Pflanzen aus. Und das wäre natürlich fatal, wenn man dann über Monate kleine Dosen, also leichte Vergiftung reinbekommt, die dann Versuchsergebnisse und auch Kulturergebnisse schmälern. Und das darf natürlich nicht passieren. Und das ist natürlich dann auch immer ein riesengroßes Problem, solche Ursachen zu finden, wenn die Pflanzen eben, ich sage, langsam vor sich hin sterben, sich nicht wohlfühlen, die Ursache zu finden. Ich denke, da sind wir aus dem Projekt Adlershof alle gemeinsam schlauer geworden und wissen, dass man dieses Problem hier hoffentlich nicht macht, ne? Ja, und deshalb hatte sich das eigentlich hier sehr gut erwiesen, dass wir jetzt auch unser Pflanzenschutzamt im Versuchswesen in der Gärtnerei auf Regenwasser umstellen konnten. Alte Gärtner arbeiten nur mit Regenwasser.